Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft mit dem Modpack Hexit. Ja, Hexit ist ein Modpack, worüber ich eigentlich selber nicht sehr viel weiß. Dann machen wir mal eine Welt. Und so viel ich weiß, ist halt, ist nämlich, dass man dann halt hier ganz, ganz viele Sachen finden kann. Ich würde sagen, machen wir mal die Bonustruhe an, da ich unerfahren bin in diesem Spiel und nicht weiß, was passieren kann. Deswegen mache ich das sicherheitshalber mal an. Man weiß es ja nie. Und ja, also hier gibt es dann halt ganz viele Dungeons und man kann hier halt viel, viel mehr craften, wie so Big Swords und so und Scheißdreck halt. Das ist halt ganz normal Minecraft, man kann hier ganz normal Minecraft spielen, muss halt auch in Dungeons gehen, da findet man Lohnspawner, man findet da weiß ich alles für Spawner und das macht schon Spaß, wenn man es kann und auch stark genug ist. Und ich habe halt noch kein Texturenpaket, aber das ist ja nicht schlimm, würde ich mal gerne sagen. Wir haben ja auch gleich eine Minimap, aber ich weiß ja halt nicht, wie die aufgeht. Wüsste ich gerne, wo ist meine Bonustruhe? Existiert keine. Okay, das mit dem Schleichen muss ich noch ändern. Also ich spiele das ja heute. Dieses Hexit habe ich mir halt für heute das allererste Mal installiert. Ich habe es halt nur beim Kumpel gespielt, wie gesagt. Boah, ja. Oh. Was bist du dann für ein Skelett? Hier ist auch dieser Mod More Creatures drin. What the fuck? Haben wir hier Redstone? Ja. Würde ich jetzt sagen. Oh, was ist das denn hier? Für ein Village. Was ist mit der Maus? Barley seeds similar to wheat that grows in the wild. Okay. Ach du Scheiße, wie weit ist. Okay, die kann man, glaube ich, nicht essen. Dann hätten wir so ein Dungeon, die man auch bei Tacket Light findet. Da gehe ich auch nicht rein, ich mag diese Dinger nie. Und mal, mal gucken, ob es hier ein Modpack gibt wie Timbermod oder sowas. Ja, ein Tree Capitator. Interessant. What the fuck, was ist das für ein Bär? Der Labär. Ich weiß ja nicht, sollen wir uns mit dem anlegen? Mir eigentlich voll dagegen, aber man kann ja, jetzt zeige ich euch schon mal auch diese Swords, nämlich hier diese wunden Giant. Oh, das steht noch im Cheat Mode. Das muss man natürlich hier ändern in den Receipt Mode. Wow, irgendwie geht das da hier nicht mit dem Receipt Mode. Aber man kann immerhin hier so durchziehen. Weiß nicht. Toll. Jetzt habe ich mir eine Waffe gecheatet. Aus Versehen, Leute. Wirklich aus Versehen. Ich habe ja direkt weggeworfen. Und ich wüsste auch gerne, was das mit dem Map hier auf sich hat, wenn man den nicht öffnen kann. Ich glaube, das sei es auch so ein Dungeon. Jetzt habe ich zwei Werkbänke. Sticks habe ich auch. Okay. Erstmal Wunschwort. Sicherheitshalber, man weiß ja nie, was man hier begegnet.
Boah, ey, irgendwie verspringe ich auch meine Maus jedes Mal. Warum ist sie dann immer wieder hier unten? Boah, ist ja voll kompliziert. Na. Jo, Moment mal, ey, wir haben hier doch Steine. Die kann man da einfach ab. Das sind nur Slabs. Slabs mag ich nicht. So, zerstören wir mal den wunderschönen Dungeon hier. Ja, ich würde sagen, am Anfang gehen wir lieber nicht rein. Man sollte versuchen, so schnell wie möglich an Schafe zu kommen. Nachts wird es nämlich schlimm. Vor allem hier, es gibt ja OP-Zombies, so viel ich weiß. Die können dir, die ziehen an einem die Waffe aus der Hand ab. Richtig asozial sind die, ne? So, fahren wir hier mal ganz Kabels ab. So, dann bauen wir hier ab. Da unten rechts, was ihr hier seht, neben der rechts von der Spitzhacke, die ich gerade in der Hand habe, ist ja dieser Balken und da ist so ein Pfeil und dann steht da eine Null. Das zeigt an, wie viele Pfeile ich im Inventar habe, damit ich weiß, wann sie leer sind und wann nicht. Finde ich eigentlich voll unnötig, weil habe ich Unendlichkeit, müsste da ein Unendlichkeitszeichen kommen, ist es aber nicht. Ne? Es gibt hier nur eine, es gibt hier glaube ich eine bestimmte Kapazität, die man erreichen kann und machen wir direkt mal das Wort. Ich weiß, voll unnötig. Boah, Alter, irgendwie verspringt meine Maus hier jedes Mal, als hätte ich hier irgendwas offen. Deswegen muss ich mal gerade ganz kurz gucken. Tut mir leid. Ich glaube, ihr habt jetzt Schwarzbildschirm gehabt. Ich sagen, töten wir gerade mal den Polarbären. Aber was hat das hier mit dem Baum auf sich? Das wüsste ich jetzt gerne. Okay, hier funktioniert auch der Mod. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Schön zu wissen. Das ist bestimmt so ein Kirschbaum, oder? Das ist eine Sakura. Sakura, das Holz direkt Sakura. Oh! Raspberry. Kann man das eigentlich platzieren? Okay. Bringt gut so nichts. Ja, ich stelle mal hier ganz kurz in den Grafikeinstellungen auf hell. Damit auch ihr was sehen könnt. Und man findet hier extrem viele Ressourcen schon an der Oberfläche. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade oft ins Menü gehe oder so. Show. Ne, hin muss man kaufen. Was haben wir da jetzt abgebaut? Art Fackel gewesen, okay. Ich muss wissen, einmal Lapis hat schon hier und Chickens und Evil Chickens. Das war's auch schon für Soon. Das sind Schweine. Ich komme da nicht dran. Aber irgendwie funktioniert das, glaube ich, hier mit dem Mod noch nicht so richtig. Habe ich so jedenfalls das Gefühl. Oh, das sind aber Eisenblöcke, die will ich haben. Das heißt, man muss man sich hochbauen bestimmt. Dagegen habe ich aber nichts. Ja.
Boah, da sehen wir aber ganz, ganz viele Spawner. Muss man sagen. Oh nein, runtergefallen. Ja. Vier Stück hätte man. Und dann bauen wir uns dann halt hier wieder runter mit meiner wunderschönen Steinaxt. Jo, aber irgendwie gefällt mir die Karte nicht. Sieht nicht so, auf der kann man überhaupt zoomen. Ne, okay, was habe ich schon auf scharfes S gelegt? Ah, okay, das kann man hier unskinned. Clean, wow-like. Okay, macht keinen Sinn. Egal. Jetzt weiß ich, mein Charakter hat Hunger. Ja, wir haben 9 Brote von der Anfangsspur noch. Emerald-Schal. Und was noch? Irgendwas Rotes war es doch, glaube ich. Also seht ihr, da steht da bei dem Pfeil eine 1. Also ich glaube, nicht im blauen. Ah, okay, man kriegt auch Herzen durch dieses Gras. Okay, also wie man sieht, ich spiele es ja auch blind, deswegen tut mir leid, wenn es euch nicht gefällt, ja, das ist echt scheiße dann, aber auch blind spielen hat seine Vorteile, weil man dadurch immer was lernt und ihr könnt mir dadurch in die Kommentare schreiben, was da man noch so machen kann, was daran so toll ist. Ey, nicht runterfallen hier, ey. Da hätten wir Eisen, Erz. Wache. Oh nein, Bogenschützen. Es wurde dunkel. Also, da ist ja mal hier ein richtig geiles Teil. Gefällt mir. Ah, Spinne, Spinne, Spinne. Nice, Leute, nice. Kupferbarren, auch gut. Muss ich das schon mal nicht mehr brauchen? Oh, ey, da ist mir noch ein bisschen zu laut hier. Also die Geräusche stellen wir ein bisschen runter. So laut war ich. Ach, jetzt weiß ich, was ich eigentlich jetzt habe. Nämlich oben links, wenn man das Monster anguckt. Oh, was ist los? Ich habe noch eine gute Nacht. Ja, natürlich. Übertreiben. Das ist das Ende für mich. Vier Lungen über ein Monster rum, also. Da war mal actionreich. Na, das war Horse. Ein Pferd. Habe ich, hey, wo ist meine Bonus? Da sind meine Workbenches.
Ich hoffe, die Bären sind jetzt auch nicht aggressiv oder sowas. Also die erste Nacht hier zu überleben war schon schwer. Boah. Oh, wir haben noch ein Holzschwert, fällt mir gerade auf. Das ist aber zu wenig. Ich schmeiß aus. Da ein bisschen Eisen und dann machen wir uns ein Eisenschwert. Anders kann man das da nicht gewinnen, würde ich sagen. Und dann eine kleine Eisenrüstung. Ich weiß, ich werde abgeschossen, aber was soll man tun? Ah ja, okay, der hat mir den Bogen gegeben. Das ist auch cool. So, und dann sehen wir jetzt auch drumherum, wie viele Pfeile ich habe, wie viel meine Rüstung ist. Das ist egal. Ja, natürlich, Spinnreier. Läuft bei dir, ne? What the fuck? Also, Protel. Ein bisschen Protel. Bisschen aggressiv auch diese Monster, ne? Muss ich sagen. Oh nein, ich wollte ihn eigentlich töten, aber mit dem Holzschwert geht das schlecht und mein Eisenschwert möchte ich also jetzt nicht extra deswegen benutzen. Ach du Scheiße, was kriegt man hier alles? So, das hält man dann auch mal überstanden. Und ohne Bett wird das da sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also, das hätte ich mir jetzt ernsthaft nicht so schwer vorgestellt. Okay, da haben wir noch mehr Eisenerz. Also, es gibt hier so unnötige Erze, muss ich sagen. Die selber überhaupt nicht kenne. Mal gucken, was die Giraffe so macht, wenn ich sie schlage. Mein Gott, die wehrt sich. Black Leashen, okay. Ey, Giraffe. Vor allem, weil das Rindfleisch droppt. Überstanden, aber noch nicht die Nacht. Und dafür werde ich jetzt diese Truhe platzieren müssen. Da lagern wir erstmal alles unnötige Zeug. Dann sollte ich sterben. So, Essen nehme ich natürlich gerne mit. Rote Äpfel, so halt. Ne, so unnötige Sachen. Und nur noch 8 dazu. Eine Doppeltruhe. So, Action geladene Fights, Leute. Action geladene Fights. Ja, also ich werde natürlich, könnt ihr mir alle in die Kommentare schreiben. Moment mal, ich muss mal hier, wir gehen hier. Was ist das für ein Receipt Mode? Das kann man gucken. Iron Big Sword. Hände, baut man sich so, okay. Ghostwood Planks, Ghostwood Sword Stick. Stone Giant Sword. Oh, das war's auch schon für die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, Abo da. Wenn nicht, dann bitte auch ein Dislike. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Hexit oder Minecraft, also normales Minecraft oder irgendein Together, egal was.
Haut rein, Leute. Tschüss.